ich möchte einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen werden. Einen wunderschönen guten Tag, seid gegrüßt alle zusammen. Am Mittwoch, den 21. Februar 2024, grüßen wir euch heute wieder zu einer, wie einmal in der Woche üblichen, geopolitischen Analyse von und mit Hans-Joachim Müller. Und zwar wie immer auch mit Satire gewürzt und auch wie immer mit sehr viel Satire gewürzt. Also wir sind eine Satire-Sendung. Grüß dich, Hajo, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben jetzt ja natürlich, also wir müssen ja aufpassen, wie wir es formulieren, weil man darf ja jetzt offiziell eigentlich nichts mehr sagen. Und wenn wir alles rechtlich korrekt sagen wollen, obwohl wir eine Satire-Sendung sind, müssten wir jetzt am besten gleich aufhören, bevor wir anfangen, dann haben wir alles richtig gemacht. Sonst könnte ja ein Fehler drin sein. Nee, wir können doch so eine Art Fanclub machen. Ich bin doch eigentlich ein Befürworter der Regierenden. Ja, bist du natürlich, weil die auch gut sind, aber warum bist du spezieller Befürworter? Was gefällt dir so gut an denen? Mir gefällt am besten das Zusammenspiel der Leute, die jetzt Politik versuchen zu machen. Meine Baerbock habe ich ja nur jetzt fallen lassen müssen. Die neue, die gefällt mir viel besser, weil die müsste Kanzler machen. Und sie ist ja auch besser, die kann ja nicht vergessen, wie der Olaf, ja? Weil die sowieso nicht weiß. Aber richtig ist, wäre die als Kanzler. Aber du darfst gleich weitermachen. Bauen die vielleicht deswegen dieses große Kanzleramt, weil sie vielleicht bald, ne, sie braucht ja, also. Ich halte das für möglich. Die haben vorher gewusst, dass jetzt schwergewichtig Politik gemacht wird. Und da muss man halt ein bisschen größer bauen. Großzügig, ja? Größer als der Kaiser das Schloss hat. Ja, Richtig. das ist richtig, aber es ist auch gut, weil wir sind jetzt ja, also wir sind ja schon lange Kriegspartei, also nicht wir, sondern die Idee, aber offizieller geht es ja nicht mehr, nachdem man jetzt die Sicherheitsgarantien für die Ukraine gibt, Wiederaufbau, Waffenlieferung etc., hat ja auch das Auswärtige Amt ganz klar beschlossen, Sicherheitsgarantien. Jetzt könnte ich mal ganz böse fragen, also satirisch gefragt natürlich. Es gibt ja die DDR noch zumindest auf dem Papier. Und das Auswärtige Amt steht in der Besatzungszone, bei mir blinkt es da hinten, warum auch immer, das Auswärtige Amt steht in der russischen Besatzungszone in Ost-Berlin. Dann könnten ja theoretisch durch diese Kriegserklärung und diesen Verstoß im Potsdamer Abkommen, könnte ja Putin ohne den Alliiertenrat sagen, so reicht jetzt hier. Das kann er sowieso. Ja, hier geht es ja jetzt mehr wahrscheinlich um den 2+4-Vertrag, denn der hat was mit der DDR zu tun. Und wir hatten in der russischen Wissenschaft, also in der Schule, bereits einen Weg eingeschritten, der schon sagt, dass die DDR okkupiert wurde. Und jetzt haben wir das im letzten halben Jahr in den Medien in Russland gehabt. Und jetzt befindet es sich in der Politik. Eine Kündigung des 2+4-Vertrages. Das ist ein wichtiger Punkt, weil ja die Russen sich immer an Staatsrecht halten. Und die sind ja die einzigen, ist klar, die waren damals nicht ganz Herr ihrer Sinne unter Jelzin. Sie sind die Einzigen, die diesen 2+4-Vertrag überhaupt ratifiziert haben. Also für alle anderen gilt der sowieso nicht. Aber Russland kann eben nicht handeln im Sinne ihres Besatzungsstatuts. Und das beginnt jetzt in Russland. Man versucht das immer von außen reinzubringen. Ja? Der Beginn in der Politik war, dass ein paar Deutsche in der Krim beschlossen haben, sie wollen eine Erklärung haben, dass der 2+4-Vertrag beendet wird. Und es spielt natürlich überhaupt keine Rolle, was drei Hanseln in der Krim irgendwo erzählen. Ja. Aber ein Senator der Krim hat das jetzt in die Politik gebracht. Und in der Duma wissen wir es schon, dort wird ja
auch darüber geredet, besonders um die Gruppe Nationale Befreiungsorganisation in Russland. Also, Sie sind auf dem Wege und Sie werden das irgendwie, falls es interessant wird, kündigen diesen Vertrag, aber unabhängig davon gibt den Alliierten der Potsdamer Vertrag sowieso das Recht, jederzeit in Deutschland einzumarschieren, im Deutschen Reich, ja, weil sie sich das vorbehalten haben. Das sind die sogenannten Vorbehaltsrechte der Alliierten. Und die sind dann später nochmal in der UNO, in der Feindstaatenklausel, für alle festgeschrieben. Ja, im Grunde kann jedes x-beliebige Land der Welt Deutschland angreifen. Natürlich wird sich das Liechtenstein nicht getrauen, ja, aber alle anderen könnten es wahrscheinlich. Sie brauchen nur eine Begründung. Und wir haben eigentlich genügend Begründungen für die Russen. Wir haben ja geliefert über die Favoritin ehemals mit der Kriegserklärung. Dann haben wir einen Kriegsminister und einen Verteidigungsminister. Und der Verteidigungsminister sagt den Russen, die sollen mal 5 Jahre warten, damit er hier ein bisschen Meinst aufrüsten kann. du, da würden 5 Jahre reichen? Ich bezweifle, selbst das würde nicht Nein, reichen. du musst die Leute verstehen, ja. Die heute in der Politik sind, sind nicht die Gescheitesten. Und sie sagen 5 Jahre, so wie beim, wie hieß das Ding in Hamburg, was sie da gebaut haben, Du das meinst die Elbphilharmonie, die Philharmonie, ne? das hat aber nur knapp länger gedauert und wurde nur ein kleines bisschen teurer. Man kann sich ja mal Ja, ums Zehnfache verschätzen. also die haben jetzt bei der Elbphilharmonie sich, glaube ich, ums Fünffache verschätzt. Ich glaube, das Zehnfache sogar. Naja, also in 50 Jahren sind die Deutschen dann bereit, in Krieg zu marschieren gegen die Russen. Die Frau Dingsbums möchte ja heute schon hier, die gestreckte Zimmermann. Ja, die hat jetzt für, das wäre meine nächste, ich mag das immer, wenn du, also klasse, brauche ich gar nichts fragen, finde ich toll. Das Geblinke nervt mich jetzt, ich weiß nicht, warum das heute so ist, ich kann es nicht ändern. Die Strack-Zimmermann, die darf man jetzt ja offiziell, also wir würden das nie tun, aber wenn man sie als Brechmittel bezeichnet, ist das nicht strafbar, weil ein Gericht beschlossen hat, es wäre Meinungsfreiheit. Ganz böses Urteil. Und die Frau Nein, Strack-Zimmermann, das die doch, darf man doch, nicht. das darf man tun, offiziell, aber wir tun es natürlich nicht, weil die ist ja sehr klasse. Und die stimmt für die Taurus-Raketen, also für die Lieferungen. Und sie möchte auch Scholz überstimmen, dass es ganz wichtig ist, hat sie ganz klipp und klar gesagt. Und also sie gibt den Befehl, das hat sie nicht gemacht, das interpretieren jetzt wir. Vorwärtsmarsch. Richtig. Und Toll. das Team steht. Wir brauchen jetzt nur noch die paar Soldaten, die sich hinter dieses Team stellen, ja? Meistens geht ja das Team nicht in den Krieg, sondern die schicken die Kinder von anderen Leuten dahin. Aber na, das ist ja, die Deutschen wollen das. Man hat doch, also haben ganz böse Zungen behauptet, man hat ja Demonstranten gekauft für diese Milliarden Menschen, die gegen rechts demonstriert haben. Da hat man ja für 60 Mark, wie du immer so schön sagst, Menschen engagiert. Man könnte doch das Gleiche tun für die klimafreundlichen Elektropanzer, die wir bestimmt schicken wegen CO2. Das, was wir hier veranstalten, das ist Kindergartenkrieg. Ja? Die schicken 3 Panzer, 2 Panzer, ein Panzer, 10 Panzerspähwagen. Und da sie nie bei der Armee waren, sind ja alles Zivilisten und Wehrdienstverweigerer, wissen sie nicht, wie die heutige Technik ist. Ja? Ein Hubschrauber, 16 Panzer in einer Minute. Ja, immerhin. So wird heute Krieg geführt. Ja? Deshalb lohnt es sich nicht mehr, so richtig Panzer zu bauen. Und heute ist das noch billiger geworden, weil du den Hubschrauber nicht mal abschießen musst, sondern heute kommen kleine Drohnen, ja, für 1000 Mark und machen das Ding platt. Also, du kannst halt nur was erreichen, wenn du genügend Manpower hast, wie es immer war. Und die haben wir beim besten Willen nicht.
Und da braucht man länger als 5 Jahre. Ich denke, unter 10 Jahren kann man keine Wut in die Bevölkerung bringen auf die Russen. Man muss ja auch mal zeigen mit Ja. Propaganda. Wie in der Ukraine hat es 10 Jahre gedauert. Und die heutige Generation, also die Telefonabhängige, die kannst du nicht in den Krieg schicken. Das schaffen die geistig nicht. Also musst du eine härtere Gesellschaft aufbauen, eine ohne Gender, ja. Weißt, jetzt gibt es ja nur wieder Krieg zwischen den Kriegsministern und den Gender, ja. Machen wir nur die Jungs zu Kämpfern oder machen wir es nicht? Und noch sind sie auf dem Weg des Gender. Und damit können sie keinen Krieg mehr gewinnen. Ja, selbstverständlich kann man damit keinen Krieg gewinnen. Du sprachst vorher diese 2+4-Verträge an, da hatten wir ja schon öfter davon gesprochen in den letzten Wochen und Monaten. Aber du meinst, dass ja auch inzwischen schon mehr Menschen in Russland über die Thematik sprechen und nicht nur die Generäle, sondern auch schon Senatoren über das Thema. Ist das jetzt wirklich akuter, dieses Aufkündigen des 2+4-Vertrags? Ist es in den Fokus gerückt da drüben? Was meinst du? Ja, ich rechne damit, dass das gemacht wird. Weil wir einfach zu kriegstreiberisch geworden sind. Ja. Wir wollen jetzt auch noch Garantie. Wir sind gar kein Staat. Ja. Wir wollen noch Garantie übernehmen für einen anderen, der auch kein Staat ist. Wie soll das funktionieren? Das ist eine Selbsthilfegruppe. Also du hast jetzt uns und die Ukraine als Nichtstaat bezeichnet. Jetzt sind sicherlich zwei beruflich bedingte Zuhörer gerade vom Stuhl gekippt bei dieser Verschwörungstheorie. Nein, Mensch, das ist doch nur Grundlage alles politischen Wissens. Ein Staat muss ein Staatsgebiet haben, ein Staatsvolk und eine Staatsmacht. Alles dreies haben wir in Deutschland und der Ukraine nicht. So, dann hätten wir das geklärt. Wobei bei uns, lieber Hajo, ist ja jetzt alles gut. Es wird ja jetzt überwacht. Stichwort Demokratiefördergesetz, da hatten wir es letzte Woche schon davon. Und da hat die Nancy Faeser, und die macht ja wirklich klasse Politik, also wirklich exzellente Politikerin, muss man sagen. Und die hat gesagt, man muss Rechtsextreme jetzt genauso behandeln wie organisierte Kriminalität und Clans. Jetzt würde das ja im Umkehrschluss bedeuten, weil dort gegen wird ja nichts unternommen. Dann wird ja gegen die Rechtsextremen auch nichts mehr unternommen. Oder wie darf man das verstehen? Das geht mir eigentlich vorbei hier an dem. An dem anderen. Okay, dann haben wir das geklärt. Aber es soll wirklich also hier die Meinungsfreiheit natürlich nicht eingeschränkt werden, sondern nur optimiert. Macht ja Sinn. Also so eine Früherkennungseinheit gegen rechts mit eventuellem Ausreise-, Einreiseverbot. Und diese rechten Veranstaltungen von vornherein verbieten, allerdings nur zu unserem Schutz. Und das ist eine klasse Idee. Ich bin dafür, alles zu verbieten. Ja, dann kann auch keiner mehr reisen, da haben wir das CO2-Problem gelöst. Und die ARD hat übrigens auch was gesagt. Ich habe den Namen dieses Herrn vergessen, aber ich habe das, der war klasse. Der hat gesagt, wir jubeln Ihnen keine Meinung unter. Wir wollen informieren, nicht missionieren, denn wir sind Journalisten und keine Lügner. Ha! Hat er gesagt. Das verstößt aber gegen die Denke in der Regierung. Dort ist ein Erziehungsauftrag die Nummer 1. Ja? Ja, vielleicht wurde der Mann schon verhaftet. Gut. Also hätten wir das geklärt, weil das muss ja Rechtsextremer sein. Ja? Ja, ganz rechts. Also der ist extrem. Ich bin immer dafür, für die Regierung. Ja? Richtig unterstützen die Leute. Noch 10 Millionen Einwanderer. Was haben wir noch für Probleme? Die Männer müssten gezwungen werden, alle mit Röcken rumzulaufen. Was haben wir noch? Ja, Wärmepumpen ohne Strom wegen Ja, Klima. Wärmepumpen, das wird nicht so einfach, weil da brauchst du ja Handwerker dazu. Ach so. Ja, das haben wir nicht mehr. Also Das dann darf machen wir nicht mehr. nur Rock und Zuwanderung. Es reicht aber auch, es sind ja dann Fachkräfte. Wir Ein müssen letzter. lernen, von der DDR lernen, ja. Wenn du Planwirtschaft machst und du kannst was Planmäßiges nicht erfüllen, dann musst du halt ausweichen auf Propaganda. Und Ja. dann klappt das wieder. Da vergisst man dann, dass man Wärmepumpen machen wollte, weil es Ja, jetzt so entsteht. Ja.
Es wurde auch international angemahnt, das Wandern, und bevor man das Inland dann verlassen, es wurde international, also auch aufgrund natürlich der LGBT, du weißt schon, Wandern ist ja wirklich auch etwas, was mit Rassismus zu tun hat, weil das vorwiegend die weiße Bevölkerung macht. Na? Und jetzt kommt ja Gott sei Dank vielleicht das neue Bundeswaldgesetz von unserem Herrn Cem Özdemir, auch eine sehr hochqualifizierte Person. Und dort geht es unter anderem darum, dass der Wald klimagerecht und klimafit gemacht wird. Aber das machen sie doch schön. Ja. Also der beste Wald für den Klimaschutz ist ein betonierter Wald. Ja, der braucht kein Wasser fürs Laub. Da kann man oben drauf dann Solar machen. Und ich finde das perfekt. Das wird doch ein schönes Deutschland, eine einzige Fläche. Ja, macht auch Sinn, weil dann fühlt man sich, egal ob Nord, Süd, Ost, West, immer wohl, weil es überall gleich ausschaut. Ja, da kannst du nicht mehr sagen, meine Heimat, sondern mein Beton. Ja, mein Beton, das gefällt mir, den greifen wir heute noch ein paar Mal auf. Dein Beton, mein Beton. Lass uns ganz kurz in das ganz rechte Land schauen, Russland, ganz böse. Ja, Putin ist schuld, weil Nawalny tot ist, seine Frau ist ganz bestürzt. Es gibt böse Menschen, die behaupten, sie sei eine Spielpuppe des tiefen Staates. Und es wird nur Putin in die Schuhe geschoben. Aber wenn der Westen sagt, Putin ist schuld, dann wird es wohl stimmen. Was sagst denn du dazu? Ja, Nawalny wurde also wahrscheinlich von Putin persönlich hingerichtet. Ja, das sind die ganzen Anstrengungen, die alle unternommen werden, damit die Russen nicht mehr endlich richtig Druck machen. Ja? Also wir haben die Nawalny-Geschichte vor einem Jahr schon angefangen zu bearbeiten. Da hat der Biden mal gesagt, also wenn ihr Russen den bei Nawalny umbringt, da geht aber ja was los, ja. Das interessiert natürlich niemanden in Russland, weil 80% aller Russen haben noch nie den Namen Nawalny gehört. Ja, die wissen gar nicht, wovon da geredet wird. Und wer Nawalny ist, wissen wir alle. Im Internet sind Videoaufnahmen über seine Rolle in Russland, aber es ist keine politische Rolle. Das war angedacht, dass man so wie in der Ukraine beginnt, in Russland einen Regierungssturz herbeizuführen. Völlig absurd, die Idee, weil Putin wie eine Eins steht. Er ist Präsident, er bleibt Präsident, sowohl gesetzlich als auch die Wähler werden ihn immer wieder wählen. Sie wissen, was sie an dem Mann haben, die Russen. Das ist wohl wahr. Ja, dass das alles zeitgerecht in Pläne passt, ja, dass da das Partygirl schon da war und die Rede hielt. Und genau an dem Tag, wo das Selbsthilfetreffen in München stattfand. Das war ein gutes Treffen, da müssen wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Und dass die Russen noch nie von diesem Mann gehört haben, liegt ja auf der Zunge, weil der heißt ja Nawalny. Das sagt ja schon der Name, dass die noch nie von ihm gehört haben. Das ist ja logisch, die Namen machen ja manchmal Sinn. Aber Russland müssen wir noch behandeln. Also du hast ja Gott sei Dank die Favoritin gewechselt, weil der ging es an den Kragen, also deiner Ex-Favoritin. Da hat Putin doch Tatsache über die Frau Baerbock, die kompetenteste Außenministerin aller Zeiten, behauptet. Es ist schwer vorstellbar, dass eine Staatsbedienstete ihres Ranges die wirtschaftlichen Interessen ihres eigenen Landes und ihres eigenen Volkes in einem solchen Ausmaß vernachlässigt. Abgesehen davon ist die Dame ja auch Russland gegenüber feindselig. Das sagt der über die Baerbock. Ja, also das feindselig, das ist schon was für den Punkt, wann kommen die Russen, ja? Das Vorhergehende, sie erfüllt ihre Aufgaben komplett richtig. Sie ist Young Global Leader vom World Epstein Forum und das zieht sie voll durch. Also ich finde, da gibt es keine Kritik an der Arbeit, ja? Das, ja. Dass sie noch nicht so perfekt war, und mal nebenbei den Russen Krieg erklärt, was ist denn da also dabei, ja? Wenn ich jemanden Krieg erkläre und ich besitze keine Waffen und keine Armeen, dann kann er das als lustig empfinden. Und das hatten ja die Russen gesagt im Außenministerium, dass sie die Frau Baerbock nicht ernst nehmen können.
Das haben wir irgendwie Glück gehabt, meiner Meinung nach sogar. Weil wenn sie ernst nehmen würden, wären sie ja schon da. Und mit den Russen sollte man sich nicht anlegen. Wir sehen das ja gerade in der Ukraine. Die erste Festung war Mariupol, gefallen. Die zweite war Bachmut, gefallen. Und Avdiivka. diese Woche ist Donetsk gefallen. Ne? Adjewka ist eine Vorstadt von Donetsk. Also es gibt jetzt für die Ukraine keine Möglichkeit mehr, das Zentrum von Donetsk zu beschießen. Und im Grunde gibt es überhaupt keine Armee mehr, die noch irgendwo funktionsfähig ist. Es gibt noch eine Befestigung in Odessa, aber die ist noch nicht spruchreif. Man sollte sich tatsächlich mit den Russen nicht anlegen. Und der Pimmelpianist war ja auch in der Selbsthilfegruppe in München, Ja. hat dort auch geredet. Also er ist aber jetzt ein bisschen in die Kritik geraten, weil er einfach nicht gewinnt, ja. Wenn er so viel Geld kriegt und immer noch nicht gewinnt, naja, ich weiß nicht. Da sollte man den Mann wechseln. Und das denken derzeit viele Ukrainer. Ja? Der hat sich ja auch mit dem Militär angelegt. Also Ja, da gut. wird vielleicht was passieren Du für einen Friedensvertrag. Also den Bettelhannes aus Kiew, der da natürlich in der Gegend rumreist. Ne? Also das ist, ja, also Pimmelpianist für alle YouTube-Zuschauer oder Faktenchecker in YouTube, das ist einfach nur das sächsische Wort für Dirigentstab beim Pianospielen. Und jetzt haben wir aber noch hier, ja, man muss ja das immer erklären. Und scheinbar will Russland und Italien die Geschäfte inzwischen oder demnächst in Rubel abwickeln. Das würde bedeuten, Italien, Russland, wenn sie irgendwas handeln, nicht mehr in Euro, nicht mehr in Dollar, sondern eventuell in Rubel. Dann müsste ja jetzt entweder Italien sofort auf die Sanktionsliste des Westens kommen und eigentlich am besten angreifen, ja, sofort platt machen, also aus westlicher Sicht. Und dann kam noch Feuer aus Venezuela. Nämlich der gute Herr Maduro, der spricht über Russland und sagt, dass Russland im Recht sei und die Herrschaft des Westens nun vorbei sei und weiteres mehr bezüglich Jahrhunderte der globalistischen westlichen Unterdrückung. Das kommt aus Venezuela und gleichzeitig Italien, Russland in Rubel handeln. Also jetzt ziehen irgendwie selbst die westlichen Länder recht. Ja, du hast den Vorteil als so ein Staat wie Italien, es ist ein Gründerstaat der Europäischen Gemeinschaft. Und sie haben auch die Währung, die gleiche wie wir alle. Und da kannst du den Staat nicht mehr erpressen. Es ist ein souveräner Staat. Sie könnten machen, was sie wollen. Und wenn sie dort ausscheren, wird sich niemand beschweren innerhalb der EU und auch die anderen Staaten nicht, weil sie die Italiener brauchen, wenn sie mal wieder irgendein Schurkengesetz gegen die Bevölkerung machen sollen. Da müssen ja die Italiener wenigstens zustimmen. Ja. Also man hält sich da zurück in der Kritik eines anderen Staates, damit die Gemeinsamkeit bewahrt werden kann, gewahrt bleiben kann. Und das sieht man eben in Italien ganz besonders. Die Meloni fängt jetzt an, so leise, naja, einen anderen Weg einzuschlagen, weil sie vielleicht begriffen hat, dass die Gefahr nicht von rechts kommt, sondern von links. Ja? Also rechts ist die Sowjetunion und links ist die USA. Guck doch mal auf die Weltkarte, ja? Ja, ich habe das schon verstanden, was du mit rechts und Also links rechts meinst. ist Russland Und und links links ist die ist USA. Ja, Frankreich und habe Amerika. ich völlig verstanden. Gut. Also sie hat so wahrscheinlich Zeitung gelesen, da steht ab und zu, ey, der Trump kommt wieder. Und wenn der Trump wiederkommt, dann muss man aus der Schusslinie sein, weil das wird ungemütlich. Ja, aber der ist so gut wie erledigt, habe ich jetzt gelesen. Weil nämlich da kommen wir, also ich wollte eigentlich nachher machen, aber jetzt Trump. Trump darf ja jetzt fast eine halbe Milliarde bezahlen, weil er ist ja verurteilt und hast ihn nicht gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Urteil, das Todesurteil für den Bundesstaat und vor allem für die Stadt New York sein könnte.
weil das macht dort sehr wahrscheinlich vieles kaputt. Und dass das alles falsch bewertet wurde, das sollte eigentlich jeder wissen, der sich ein bisschen damit befasst hat. Aber scheinbar ist er jetzt pleite, der gute Herr Trump. Und die wenigen, man höre und staune, die wenigen Anhänger, die er noch hat, spenden für ihn aus Angst, dass er demnächst in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Jetzt weiß ich nicht, ob der Journalist besoffen war oder einfach, Ich naja, glaube, der war in der Kokaine. in der Ostkokaine. Ostkokaine, ja. Das ist dort bestimmt. Dann Okay. kann sowas passieren. Du meinst, wir schenken dem jetzt einfach mal gar keine Beachtung. Interessanterweise hat Trump auf der anderen Seite wieder einen Haufen Geld verdient und letztendlich, dass das allein das Anwesen um das Zigfache zu wenig bewertet wurde. Aber vielleicht ist ja so ein Gerichtsurteil auch gut, auch bezüglich der ganzen Aufhebungsforderungen seiner diplomatischen Immunität, weil er ja dann später sagen könnte, na, das kann ich jetzt aber auch bei Biden, bei Obama, bei Clinton, bei wem auch immer tun, weil was sie bei mir machen, mache ich jetzt einfach mal dort. Es könnte ja auch Taktik sein. Ja, natürlich, aber ich befasse mich mit mit dem Kleinkram nicht. Ja. Ich weiß, wenn Wahlen kommen, wird Trump gewählt. Ich weiß aber nicht, ob Wahlen kommen, weil wenn man die Gerüchteküche nimmt, das sollte man immer mal hinhören, ja, dann haben wir in Amerika tatsächlich sowas wie Devolution. Falls die Leute das nicht verstehen, also das Militär regiert den Staat. Und der Oberbefehlshaber ist ja so rein optisch immer noch Trump. Er hat damals nicht abgegeben. Und was in der Welt geschieht, funktioniert ja alles ohne Amis. Ja? Sie machen nichts. Sie greifen niemand an, die große Klappe in Washington. Und dann tun sie trotzdem nichts. Und das ist ein Zeichen, dass der Biden nach meiner Meinung nach nicht Oberbefehlshaber des Militärs ist. Es würde nicht passen. Er hatte auch bei seiner sogenannten Inauguration damals, die er 12 Minuten zu früh stattfand, 12 Minuten waren es, glaube ich, er hat die Salutschüsse nicht bekommen, aber in Florida bei Trump waren sie dann. Also das sind so Kleinigkeiten, an denen man das merken könnte, aber du sagst, Trump wird die Wahl gewinnen. Jetzt bin ich mal ganz frech und sage, die machen dasselbe wie 2020 mit Briefwahl und dann macht es nachts wieder tick mit den Stimmen für den Herr Biden. Ich glaube nicht, dass das noch geht. Devolution, wie heißt die Firma? Dominion. Dominion. Dominion ist in der Öffentlichkeit, ist im Kongress. Das Militär weiß Bescheid. Also, wenn ich an meine Gedanken damals dachte, das kann nicht sein, ja, was ich da gesehen habe. Aber wenn man heute die Zeit betrachtet, es musste genau so kommen. Also der Regisseur hat das richtige Drehbuch geschrieben. Wohl wahr, Ja. wobei es war damals schon heftig, aber wie du sagst, vielleicht musste es so kommen. Aber es gab ja auch die Aussage von Trump und die fand ich ganz interessant, dass er sagte, wenn jemand seinen NATO-Zahlungen nicht nachkomme, dann werde er selbige Länder auch nicht schützen. Er sprach indirekt das Baltikum an. Auf der einen Seite wird bei uns immer der Trump als Idiot bezeichnet. Kaum kommt so eine Aussage, wird bei uns ganz brav sofort bezahlt und Männchen gemacht, obwohl er doch so ein Idiot ist. Und er sagt, Russland soll doch machen, was es will. Er wird dann nicht eingreifen. Spricht dort auch wieder vom Baltikum. Ist es ein Zeichen an Putin? Hey, Grenzen 1914, meinen Segen hast du. Und hat die BRD vielleicht ein bisschen die Hosen voll, weil die sofort abdrücken dann, obwohl er doch so ein Idiot ist. Es passt alles. Ich würde empfehlen, dass ihr euch da mal Falco reinzieht, der sagt ab und zu solche Dinge. Wir haben aber tatsächlich den amerikanischen Fingerzeig und wir haben sogar einen von dem Mann, der sich normalerweise nicht erinnern kann. Aber der hat jetzt sich erinnert, dass die BRD nicht das Staatsgebiet der Deutschen ist.
Unsere Grenzen sind nicht die deutschen Grenzen oder die deutschen Grenzen sind nicht unsere Grenzen. Das hat der Herr Scholz gesagt, Ist da? aber das hat er vielleicht, Nein, nein, ja. das sagt man so. Und meine Tante Baerbock hat ja auch gesagt, dass von außen bestimmte Grenzen nicht anerkannt werden. Ja, sie hat Die auch gesagt, meinte die Kokaine, aber ja, sie hat auch mal Wurst. gesagt, sie hat auch mal gesagt, völkerrechtlich aufgezwungene Grenzen erkennen wir nicht an. Dann müsste sie ja, das ist aber eigentlich gut, weil dann würde sie ja die BRID rein theoretisch auch nicht anerkennen. Ja, weil die rechtsradikal sein muss. Ach so, also die Baerbock oder die BRID? Nee, Baerbock, die hat ja gesagt, dass das Deutsche, ja, dass wir irgendwie gezwungene Grenzen haben. Das Oder hat die sie gesagt, das Ukraine wissen wir. oder irgendjemand, ja. Ja gut, aber Also, da. sie weiß ungefähr Bescheid. Und wir sollten uns darum nicht kümmern, weil das sowieso zwischen den Russen und den Amis ausgemacht wird. Aber dann wird ja vielleicht die Frau Baerbock dann von der Frau Faeser auf den Index gesetzt, weil die will ja jetzt Rechtsextreme besser überwachen. Und dann ist ja die Baerbock auf der Liste jetzt schon. Ja, dann sollen sie sie doch verhaften. Ich meine, das geht uns doch nicht an. Das stimmt auch wieder. Aber sie saß ganz, ich sage jetzt mal frech betröppelt, neben dem Herrn Blinken. Die Baerbock, die gute Frau, spricht ja auch Englisch, in der Aussprache eher suboptimal für das, was sie angibt, eigentlich angeblich mal gemacht zu haben. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Natürlich ist sie sehr kompetent, das ist klar. Und der Herr Blinken sagte in München, sinngemäß, wer eine andere Meinung als der Westen hat, wird aufgefressen. Aber Biden gäbe den Ländern eine Wahl, sodass jeder die richtige Entscheidung treffen kann. Jawohl. Deutlicher kann man es doch nicht sagen. Also, Hajo, entweder du bist für mich oder ich muss dich jetzt leider überfahren. Das ist doch im Prinzip dasselbe, oder? Nee, dafür, deshalb bin ich ja für die Regierung in Berlin. Ja. Ja, wir auch. Wir sind ja alle Besser dafür. Die sind ja gut. kann man den Deutschen auch nicht beikommen. Sie lernen ja jetzt gerade, dass der Kampf gegen rechts ganz wichtig ist. Ja. Wichtiger als überhaupt alles andere. Und dass der Krieg gegen Russland kommen muss, weil wir den einfach brauchen. So ist ungefähr die Meinung von Berlin, aber die widersprechen sich manchmal. Also so richtig machen sie es doch nicht. Dann sagt der andere, nee, heute nicht, erst in 10 Jahren. Und wir schicken mal jetzt lieber Raketen. Jetzt will BlackRock sogar, dass Raketen dahin geschickt werden. Das ist lächerlich, es geht um nichts, es ist alles erledigt. Niemand kann die Ukraine noch retten. Ja? Ja, aber weil du das Dilemma ansprachst, ich meine, der Olaf Scholz hat ja das kleine Dilemma. Er bekommt aus der anderen Seite den CIA-Befehl, Waffen liefern, Waffen liefern. Er weiß aber genau, dass das Auswärtige Amt in der russischen Besatzungszone in Ostberlin steht und hat dann das Dilemma, wenn er den Befehl von dort befolgt, macht er dort einen ganz großen Fehler. Und ich glaube, dass er deswegen leichte Entscheidungsschwierigkeiten im Moment hat. Es entscheidet niemand mehr was. Du liest nur noch Propaganda. Wenn du in die Zeitung guckst, sie wollen, was weiß ich, 50 Milliarden in die Ukraine schicken. Ja. Sie haben gar kein Geld. Ja. Überhaupt nichts ist mehr da. Sie haben keine Waffen. Steht auch in der Zeitung. Sie bauen jetzt eine Munitionsfabrik, damit sie in 3 Jahren mal den Wochenverbrauch in der Ukraine von heute beliefern können. Das ist alles so lächerlich. Wir haben als Deutsche verlernt, uns einfach ein bisschen zurückzuhalten. Ja? Das war uns doch geraten nach dem Krieg, nicht mehr gegen größere anzutreten. Ja? Gegen kleinere können die Deutschen gewinnen, indem sie es einfach kaufen. Money, money und da funktioniert das. Aber wir Deutschen sollten uns nicht mit den Russen oder Amis anlegen. Das tut uns nicht gut. Ja, ich glaube nicht, dass das die deutsche Bevölkerung auch möchte, sondern dass das natürlich propagandistisch über die Medien publiziert wird. Und Hajo, du weißt es am besten, weil du beide Systeme kennst. In der ehemaligen DDR wurden ja die, ich sage jetzt mal, ursprünglich deutschen Werte wie Treue, Ehre, Verantwortung und Familie nicht im klassischen Sinne zerstört, wie das in West
Deutschland oder West-BRD seit 49 amerikanisch propagandistisch Rock'n'Roll, Kaugummi, Jeanshose, Money, Money. Meiner Meinung nach war Elvis Presley als junger GI nicht zufällig in Deutschland, sondern er wurde bewusst nach Westdeutschland gebracht, um diese amerikanische Ideologie eben auch in die Köpfe der Westdeutschen zu bringen. Kann man alles nachlesen, liebe beruflich bedingten Zuhörer. Was ich interessant finde in den USA, dass, jetzt muss ich gucken, wo habe ich es denn? Hier, ein Patrick Morrissey, das ist der Generalstaatsanwalt von West Virginia, der rät Kamala Harris, den 25. Zusatzartikel zu nutzen und Biden aus dem Amt zu kicken. Hat er zumindest offen ausgesprochen, was ja auch lustig wäre. Und gleichzeitig hat der Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, den Notstand ausgerufen wegen schweren Mangel an Polizeikräften. Also gegensätzlicher können ja zwei Staaten in einem sogenannten Verbund nicht sein. Das Amerika zerfällt. Sie brauchen entweder die offizielle Herstellung der Devolution oder einen anderen Präsidenten. Und darin befindet sich dieser Widerspruch innerhalb der USA. Sie suchen eine Lösung und möchten trotzdem ihre ganzen Agenten weiterführen. Das funktioniert nicht. Entweder die Amerikaner werden wieder ein starker Staat, dann passt aber natürlich das Gender-Zeug nicht dazu und das Klima-Zeug nicht. Das kostet ja alles Geld, ja, Vermögen, das du dem Volk entnimmst. Und sie müssten eine neue Waffentechnik organisieren, weil sie das, was sie derzeit herstellen, das ist einfach ein neuer Schrott. Und damit kannst du keine Kriege mehr führen, kannst du auch niemanden mehr in die Enge treiben. Wenn sich Venezuela schon traut, zu sagen, die Russen sind die Besseren, dann ist doch klar, dass in Südamerika keine Sau mehr die Amerikaner beachtet. Und das ist weltweit. Ja. Das ist ein Zeichen, die Schwäche Amerikas ist von allen erkannt. Und die Amerikaner können ihre Stärke nicht wiederherstellen, weil sie sich untereinander zerstritten haben. In drei Fraktionen. Und noch ist dort nicht zu erkennen, was sie nun wollen. Die Elite, ja, nicht die Menschen. Die Menschen in Amerika haben ein besseres Verständnis als wir Deutschen über Tiefstaat, über Gender, über die Linken. Und über Ereignis Militär, das ist alles durch in Amerika, weil es dort Journalisten gibt, die ihre Aufgabe erfüllen, indem sie die Politik kontrollieren. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns kontrolliert niemand niemanden. Und alle sind ein dicker, fetter Freimaurer Klumpen. Und deshalb haben wir wahrscheinlich vielleicht sogar das Glück, dass wir selber gar nichts lösen können, sondern dass einfach jemand kommt und sagt, weg. So, Neues. könnte passieren. Bevor wir weitermachen, möchte ich auf eine Frage eines Zuschauers eingehen oder einen Kommentar, weil wir gefragt wurden, warum manchmal Kommentare auf YouTube verschwinden. Also liebe Zuschauer, egal wo ihr uns schaut, wir zensieren keinen einzigen Kommentar. Sollten Kommentare dabei sein, die YouTube vielleicht zensiert, dann passiert das seitens YouTube. Oder was natürlich sein kann, wenn jemand einen Kommentar schreibt und andere Menschen antworten unter diesem Kommentar und der Kommentarschreiber löscht seinen Kommentar selbstständig, dann ist natürlich alles an Antworten unten auch weg. Aber nur für euch zur Information, wir löschen keinen einzigen Kommentar. Das wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Nicht, dass ihr da denkt, wir löschen was. Also das können wir euch definitiv versichern. Ich finde es aber klasse, dass ihr es ansprecht. Und ich muss noch mal zu Amerika gehen. Denn die Marjorie Taylor Greene, die ja natürlich auch nicht nur pro Trump ihre Politik macht, sondern auch sehr viel positive Energie und Stimmung in die ganze Geschichte reinbringt. Und die hat über den britischen Außenminister David Cameron Folgendes gesagt. Weil er sagte, wir brauchen mehr Geld, mehr Waffen für die Ukraine. Und dann hat sie zum Ende gesagt, und das versteht, glaube ich, jeder, der auch kein Englisch kann, that cunt can kiss my ass. Ich verstehe es Der nicht. kann mich am Arsch lecken. Der kann mich am Arsch lecken. Das kann er sowieso. Ja, hat sie klipp und klar gesagt. Da, da.
Also ich möchte jetzt nicht direkt wörtlich übersetzen, was davor noch das auf Deutsch bedeuten würde, dann wäre das hier auf YouTube ein Piep. Aber das hat sie ganz direkt gesagt. Und in Amerika ist man jetzt ja wieder in Panik, weil die Russen machen jetzt ja Weltraumatombomben und greifen ja jetzt mit Raumschiffen an. Ja, das ist also, die Russen wollen Atombomben im Weltraum und gleichzeitig machen die Amerikaner jetzt wieder eine Mondlandung. Also wir sind schon unterwegs für die nächste Mondlandung, weil alle anderen machen ja auch. Amerika wird natürlich wieder gewinnen und die Russen haben die Atombombe schon im Weltall. Jetzt ist die Frage, der Kameramann, der 1969 auf dem Mond das gefilmt hat, war der die ganze Zeit da oben? Hatte der Urlaub oder ist der schon wieder auf dem Weg oder wo ist der? Nee, der ist dort, der war ja vorher mit dem Fahrrad hochgefahren. Ach so. Der muss dort sein. Also wenn sie jetzt wieder kommen, könnt ihr das aufnehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Wer sowieso solchen Blödsinn sagt, dass jemand auf dem Mond fliegt, naja, ich weiß noch, vor 50 Jahren hätte ich das vielleicht geglaubt. Ja, da waren die. Da war die US-Fahne und dann sind die da hoch und ja. Ja, ich habe in Deutschland auch schon US-Fahnen gesehen. Da passt es ja hin, weil das ist ja Gebiet, was sie Nein, nein, nee, Deutschland ist okkupiert ein Souverän. haben. Nein, Hajo, du musst es so verstehen. Deutschland ist ein souveräner Staat und dass die Amerikaner da sind, ist nur im Zuge zum Schutz durch die NATO. Nee, Deutschland ist überhaupt kein Staat. Ja, Ja. ach, ich wollte es jetzt schönreden. Deutschland ist ein Wort. Hat keinerlei Bedeutung. Es gibt einen Staat, der heißt Deutsches Reich. Wenn das den Leuten das Deutsche Reich nicht gefällt, müssen sie halt wieder das Deutsche Reich herstellen und müssen nächsten Tag dem anderen Namen geben. Sagen wir mal Paradies der Antifa. Ja? Könnte man so nennen. Aber erstmal musst du Antidienst. wieder das Recht herstellen und dann kannst du es umformieren. Wir heißen immer so wie die Amerikaner das und die Russen das damals gesagt haben, Deutsches Reich. Egal, wer nun gerade da führend ist. Und dabei bleibt es auch, bis Jawohl. wir Deutschen es umbenannt haben in Paradies der Linken. Ja, das hoffe ich, dass nicht passiert, aber natürlich, wenn es dann so heißt, ist auch ein schöner Name. Es werden ja dennoch vom Westen alle Register gezogen. Ne? Pandemievertrag für die WHO, also World Harm Organization, ne? Also die Weltschmerzorganisation. Dann Dritten Weltkrieg, hast du nicht gesehen. Was ich interessant finde, bevor wir nachher zu Asien kommen, egal welches Problem wir haben, Klima. Wir brauchen mehr Geld für die Ukraine. Virus, wir brauchen mehr Geld für die Ukraine. Die Russen haben Atombomben im All, mehr Geld für die Ukraine. Also mehr Geld für die Ukraine scheint die perfekte Lösung für alle Probleme zu sein, die wir je hatten. Ne, das ist doch klar, das war immer so. Immer das Aktuelle, die können sich nicht mehr als ein Problem merken. Ja? Da muss ein bisschen Verständnis entwickeln. Es gibt nicht mehr solche Leute wie Kohl oder wie Schmidt, die über mehrere Dinge Bescheid wussten. Heute hast du ein Thema, Propaganda für das Thema und dann machst du ein neues Thema, neue Propaganda. Aber Jawohl. eins haben sie verstanden, es muss immer Geld kosten. Ja, sonst kann ja Geld nirgends hin und böse Zungen würden sagen, und es kann keine Geldwäsche betrieben werden. Ja, mit Geld kann man jedes Problem lösen, weil es für die Parlamentarier und die Regierungsmitglieder doch ein gewisses Gefühl der Beruhigung bringt, wenn man ein paar Millionen mehr hat auf dem Konto. Ja. Ja. Auch den Selenskyj ist das Recht, dass er immer mal eine Hütte oder eine Yacht kaufen kann. Das auch für die Familie kann man denken. Ja, das ist alles eigentlich richtig, was sie machen. Und man sollte aber nicht so bescheißen, dass es dann in der Zeitung steht. Ja. Die Ja, Deutschen das ist passiert. unter Pistorius, die haben ja gerade Autos verkauft. Ich glaube, irgendeinen arabischen Staat für 600.000 Euro eins und die kosten aber nur 200. Und es war bestimmt kein Elektrofahrzeug. Nein, Weil das die kaufen nämlich den Scheiß nicht. So, jetzt habe ich es ja. gesagt.
Also, das haben wir alles gelöst, aber wieso steht das in der Zeitung? Im Normalfall würde doch so eine kleine Korruption überhaupt keine Rolle spielen. Ja, das kann doch mal passieren. Aber alle kriegen ihr Teilchen und alle beteiligen sich dann jeweils am aktuellen Thema. Und über diese Strecke kriegen wir keine Lösung in Deutschland zustande. Wir kriegen auch keine Lösung zustande durch neue Parteien, ja, die jetzt weniger Korruption machen wollen oder die Korruption auf andere Füße stellen. Wenn wir nicht aufhören und uns darauf beschränken, die Leute einfach machen zu lassen, was sie wollen, und sie nicht mehr bis aufs Hemd auszuziehen, dann würde alles wunderbar laufen. Dann könnten sie nach 10 Jahren sogar das Geld haben, um Waffen herzustellen. Und sie hätten vielleicht sogar die besten Waffen der Welt dann. Dann müsste aber das Ganze noch 10 Jahre lang laufen. Und wenn wir jetzt das von vorhin nehmen, 2+4-Vertrag oder Trumps Rückkehr, dann halte ich das für ein Gerücht, dass es noch 10 Jahre geht. Naja, du bist in einem Höhepunkt des Zerfalls. Und da kommen nur noch Schreckensparolen und Idiotie. Das darf man alles nicht mehr ernst nehmen. Die Geschichte westliche Welt ist zu Ende. Da müsst ihr euch was Neues ausdenken. Ja, das könnte ja vielleicht auch mal ein Friedensvertrag sein für Japan oder das Deutsche Reich. Zum Beispiel, ich habe nur mal einen Vorschlag, aber wir haben noch ein ganz anderes Problem. Wir haben nämlich landkartentechnisch eins über uns, jetzt ein ganz gefährliches Land, rechtsextrem. Denn die dänische Regierung, den müsste man eigentlich seitens der NATO jetzt sofort den Krieg erklären, weil die haben gesagt, es gibt nur zwei Geschlechter, fertig. Ja, das ist eine alte Fußballnation. Die haben das gelesen bei Dynamo Dresden oder wo die Parolen alle standen. Ja, Ja, Braunschweig war es, glaube ich, und Leverkusen noch. also die haben, aha, da müssen wir mal kontrollieren. Ja, gut, das stimmt. Und da haben die Bibel gelesen, da stand irgendwas von Mann und Frau. Und dann haben sie die Stadionparolen gesehen und haben es gesagt, ist besser. Da könnte man vielleicht sogar mal wieder ein kriegerisches Heer entwickeln. Und ja, also wenn man nicht sagt, es gibt nur Frauen muss es geben, weil Feminismus wird ja sonst, ja, kann ja nicht funktionieren. Ja, und es wäre Es gibt biologisch auch dann schwierig. Frauen und viele Geschlechter und dann gibt es sowieso keine Männer mehr. Aber Frauen sind ja auch rein biologisch Fakt notwendig zum Gebären der Kinder. Also rein biologisch braucht es ja ein Männchen, Nicht das mehr, dann mit. ja. Aber ein Weibchen braucht es ja dann doch noch. Na, wenn wir es jetzt rein Nein, biologisch mal lassen, brauchen wir nicht mehr. du kannst heute ins Krankenhaus, schwanger ins Krankenhaus gehen, 3 Minuten vor der Geburt sagst du, du bist ein Mann und dann wird das aufgeschrieben. Das ist überhaupt kein Problem, da hat niemand irgendwas Anstößiges. Ja. Natürlich ist es ja auch schön, dass wir so weltoffen sind und so logisch denken, aber rein biologisch, also würden jetzt ganz rechtsradikale, altmodische, verstaubte Zungen munkeln, gibt es einfach nur zwei Geschlechter, weil anders die Fortpflanzung nicht möglich ist. Aber das ist natürlich eine ganz, das Das ist sind eine, das, unsere alten ja, Fehlentwicklungen, ja, das ist das kann alles man mal drüber vorbei. hinwegsehen. Ich würde gerne mit dir noch nach Fernost gehen. Oh, Japan. Ja. Ja, also Fernost meine ich jetzt nicht Bautzen, ja, das ist ja Mitteldeutschland, sondern Fernost meine ich jetzt Tatsache Asien. Es wird nämlich dort ein bisschen hin und her gesprochen, dass scheinbar jetzt auch irgendwann eine Wiedervereinigung Nord- und Südkoreas kommen sollte, weil das ist ja eine ähnliche Geschichte, nicht gleich, aber ähnlich BRD, DDR. Ne? Es geht ja hier um Trennung, Spaltung, Grenzziehungen. Das ist das eine. Dann geht es um die Souveränität Japans, da sind wir beim Streichen der Feindstaatenklausel. Und dann noch um die Thematik Taiwan, China, dass das auch wieder in den Schoß des Mutterlandes zurückkehrt. Das müssen ganz rechtsradikale Ideologien sein, weil das wäre ja fatal für die Freiheit der Galaxis. Na, die Japaner machen das immer ein bisschen ruhig und so leise verdeckt. Ja. Du hast in Japan bereits eine Entwicklung in die Souveränität. Selbstverständlich kann Japan souverän sein, wenn es das will. Ja, wenn der Kaiser auftritt und sagt, ab heute sind wir souverän, Amis halt ab,
dann gehen die Amis, weil sie sich keinen Krieg mehr leisten können. Sie müssen ihre Welt irgendwie zusammenhalten und beruhigen, damit sie den einzigen Krieg, den sie überhaupt noch beherrschen, also gegen Russland, weitermachen können. Und deshalb kann Japan sich ein bisschen aus der Enge der westlichen Weste bewegen. Und sie handeln ja mit Russland, trotz US-Embargo. Und niemand stört sie. Und das Gleiche siehst du in Malaysia, das ist einer der wichtigsten Staaten überhaupt dort. Ja. Ist ja, glaube ich, der drittgrößte Staat der Welt. Einwohner. Und in China entwickelt man sich auch ganz vorsichtig, weil alle gucken nur auf die Ukraine und auf Gaza. Und mehr als zwei Probleme können nicht mal die hochintelligenten Amerikaner beherrschen. Also bleibt man dabei. Und jeder, der andere, kann unter Tage jetzt machen, was er will. Du wirst aber nach dem Neujahrsfest, das endet, glaube ich, jetzt, irgendwie diese Woche, Müsste jetzt dann, weil dann das Jahr des Drachen beginnt bei den Chinesen. in China, glaube ich, nächste Woche beginnt das. Du wirst ab nächste Woche aus China wieder Politik sehen. Die arbeiten ja immer gerne mit Horoskopen und mit diesen Sternbildern, die sie haben, den Jahren. Also wird sich dort was bewegen. Und ich hatte ja immer gesagt, sobald es in der Ukraine nicht mehr so normal läuft wie jetzt, wir haben uns daran gewöhnt, dass es ein ganz langsamer Krieg ist. Also sobald es etwas heißer würde, dann würdest du automatisch erleben, dass in Nordkorea der Beginn einer Diskrepanz sichtbar wird und auch in China und Taiwan. Das lässt sich nicht verhindern. Die Geschichte Ukraine und Gaza bestimmt alles Denken in der westlichen Welt. Deshalb müssen wir uns alle damit nicht befassen. Die Chinesen sind sowieso nicht unser Ansprechpartner oder unser Beispiel. Sie denken über Gesellschaft anders als wir. Sie sind nicht so germanisch geprägt. Darf man germanisch sagen, ja. Ja, Germanisch darf man natürlich sagen, weil das ist ja, ne, Germanisch sollte man theoretisch noch sagen können, außer dass du beim Aussprechen des Wortes zu viel CO2 ausstößt, aber sagen darfst du es. Ja, die Steuern müssen erhöht werden, das habe ich vergessen. Ja. Gut, weiter geht's. Also wir sehen im Westen große Hysterie und in der Selbsthilfegruppe München hattest du wenig Eindruck von Stärke. Es war im Grunde große, große Traurigkeit, dass niemand mehr ihnen gehorcht. Und es sind auch die Macht ist raus aus diesem Konzert der westlichen Welt. Deshalb wird jeder Staat das machen, was angekündigt ist von Putin und von Trump und von BRICS und alle, eine nationalorientierte Politik in jedem einzelnen Staat der Welt. Da beißt die Maus keinen Faden mehr ab. Das ändert sich auch nicht mehr. Es gibt gewisse Hin- und Her-Diskrepanzen, aber die sind bedeutungslos, weil Amerika keine Macht mehr ist. Wenn sie Macht hätten, würden sie einfach auf die Tube drücken und Krieg machen. Sie können es nicht mehr. Sie haben sich so verausgabt, alle zusammen. Und die gesamte europäische Maschinerie hat gedacht, na, die Amis werden uns schon schützen. Und jetzt, oh, die helfen uns ja gar nicht. Und jetzt passiert eben das, dass sie in Hysterie schnell, 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 wir müssen jetzt mächtig werden. Niemand kann überhaupt noch jemand ernst nehmen in der westlichen Welt. Das Ding ist tot. Und wie lange der Todeskampf dauert,
Was geht mich das an, ja? Ich Naja, war nervös. vielleicht beschleunigt sich ja jetzt mit dem Beginn des Jahres Drachen in China, in Asien. Dann gibt es das Frühjahr, Ukraine ist erledigt, 2+4 Verträge. Ich möchte noch eins zum Abschluss ansprechen, anonym selbstverständlich, und zwar im Inland. Gab es letzte Woche folgenden Vorfall. Es war eine Veranstaltung, dort waren Polizisten. Und es wurde die Veranstaltung gefilmt und die Veranstaltung fotografiert, und aus mehreren Metern Entfernung hat man Bilder gemacht von den Menschen, die auf der Veranstaltung waren, und dann waren zwei Polizisten mit auf dem Bild, die man fotografiert hat. Und dann wurde eine Frau von mehreren Polizisten und Polizistinnen wie eine Schwerverbrecherin nach draußen geführt, an die Wand gedrückt, Handschellen angelegt, mit 10 Mann eine Polizeikette gebildet, dass keiner rankommt. Alle dachten schon, sie hatte einen Sprengstoffanschlag verüben wollen. Nein, sie hat Polizisten mit auf einem Foto gehabt und das Telefon wurde konfisziert. Danach wurde sie natürlich wieder freigelassen nach dieser schweren Straftat. Alles wegen einem Foto, wo ein Polizist mit drauf zu sehen ist. Und wir reden von dem besten Deutschland aller Zeiten. Ja, ich habe da aber schon tausendmal gesagt, dass wir in der Weimarer Republik sind. Im Endzustand der Weimarer Republik. Und da war das so. Also, du musst ein bisschen Verständnis haben. Außerdem gibt es Gesetze, die jeden Privatmenschen schützt, dass ein Foto von ihm gemacht wird. Und so ein Polizist ist leider nur Privatmensch. Er haftet Das selber. stimmt. Ja, da muss er klarkommen. Und der Polizist hat sich eben nicht fotografieren wollen lassen als Privatmensch. Privatmensch, da sind wir jetzt beim Thema Beamtentum, Dienstausweis, Bestallungsurkunde, würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich glaube, auf dieses Thema möchtest du raus, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wollen wir jetzt aber nicht den Rahmen sprengen. Ich denke, das war's für heute. Wir hören uns spätestens nächste Woche oder natürlich früher, wenn es was Neues gibt. Und euch da draußen viel Spaß, eine schöne Woche. Lasst euch nicht ärgern und nicht vergessen, 6.4. Gera, das große Treffen der Bundesstaaten. Es wird einige Neuerungen zu Magdeburg und Dresden geben. Es werden einige Dinge ganz anders laufen im positiven Sinne, mit ein paar Überraschungen, die ich noch nicht sagen kann. Aber ihr könnt euch darauf freuen, es wird eine richtig tolle Kiste. Also bis dahin, Hajo dir vielen Dank, einen schönen Abend euch allen und bis bald. Ciao. Namaste, verzweifelt nicht an der Politik. Ja? Wir haben gerade die verrücktesten Zustände in Deutschland mit diesen Parteien. Und, oh, so geht's nicht. Deshalb in Ruhe bleiben, Tee trinken, abwarten und immer zur Demo gehen. Namaste.